1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So, meine Lieben, ich grüße euch. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir sind heute Nacht ausschließlich im Radio zu hören, nicht im Wiederfernsehen zu sehen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid, dass ihr eingeschaltet habt, wo immer ihr euch auch jetzt aufhalten mögt. Die Telefonnummer sage ich nochmal. 0800 220 5050. Die Faxnummer sage ich euch auch. 0800 220 5051. Und die E-Mail-Adresse, wenn ihr E-Mailen wollt, dann bitte unter domian@wdr.de. Freie Themennacht. Über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Diese Frage geht an Sonja. Und Sonja ist 27. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Sonja. Hallo. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's darum, dass ich seit 5 Jahren verheiratet bin mit einem Mann, der eigentlich meine große Liebe war und mit dem ich davor auch 4 Jahre zusammen war. Mhm. Ja, wir werden uns morgen scheiden. Also wir haben morgen unseren Gerichtstermin. Oh, warum? Ja, es ist so, es ist ein bisschen komplex. Also du musst dir das vorstellen, dass wir seit fast 2 Jahren ein WG-Leben leben. Sprich, also wir haben uns offenkundig ins Gesicht gesagt, dass wir uns nicht mehr lieben. Mhm. Aber also vor 2 Jahren ins Gesicht gesagt, wir lieben uns nicht mehr? Nee, vor 2 Jahren nicht. Das hat sich dann so ergeben, dass wir uns also klipp und klar das von einem halben Jahr oder ja, auch schon länger klipp und klar ins Gesicht sagen konnten. Was heißt denn WG-Leben? WG-Leben heißt ohne Erotik, ohne Sexualität? Ohne Erotik, also ohne Sex, ohne nichts. Es ist einfach so, dass jeder macht und tut, worauf er Bock hat. Also, ach so, auch mit anderen Partnern? Nee, das weiß ich jetzt nicht, wie das bei ihm ist, aber bei mir war es halt so, dass ich keinen Sex hatte. Ich hatte schon Zwischenfälle, wo ich halt mit irgendwelchen Typen rumgeknutscht habe oder so, aber weiter ist es nicht gegangen. Ja. Kinder? Haben wir Gott sei Dank keine. Habt ihr keine. Mhm. Mhm. 5 Jahre Ehe. 5 Jahre Ehe. Seit 2 Jahren WG, das heißt, seit 2 Jahren ist schon die Liebe nicht mehr so dolle. Oder sagen wir fast erloschen. Also es ist sowieso so eine Art Gewohnheit gewesen. Also man wollte sich gegenseitig noch sehen und hat als Freund oder Freundin noch was füreinander empfunden. Nun könnte man ja sagen, okay, ist ein gutes Modell. Wir bleiben in der WG. Warum, ich setze jetzt voraus, dass wenn ihr euch scheiden lasst, dass ihr dann auch getrennt wohnen werdet. Ist das so? Ganz genau. Es ist so, dass ich jetzt zum Wochenende ausziehen werde. Und das ist halt auch der ausschlaggebende Punkt, warum ich dich angerufen habe, weil nämlich ich gemerkt habe, dass er damit jetzt überhaupt nicht fertig wird. Also, aha, dass du ausziehst. Bitte? Dass du ausziehst. Weil ich jetzt ausziehe, ganz genau. Also bei ihm habe ich das Gefühl, dass er mich schon noch bei sich haben möchte, weil ich denke, dass er also ohne mich nicht kann, weil er auch jemand ist, der... Wie alt ist er? Er ist 34. Mhm. Also er ist halt jemand, der sehr schlecht selber irgendwelche Entscheidungen treffen kann. Und ich war halt... Dann wird es höchste Eisenbahn, dass der junge Mann mit seinen 34 Lenzen das endlich mal lernt. Das heißt, er bleibt in eurer gemeinsamen Wohnung? Ja, aber auch nur die nächsten 2 Monate. Also die Kündigung ist schon raus. Das heißt, dass er dann auch zum 1.6. hier rauskommt. Hast du ein schlechtes Gewissen, jetzt rauszugehen? Ich weiß nicht, ob das ein schlechtes Gewissen hat. Das kann ich mir halt auch nicht erklären, weil es so mein größter Wunsch war. Rauszukommen. Aber ganz genau, rauszukommen. Aber jetzt. Aber es tut einem halt leid dann, wenn man mit jemandem... Ja, es tut mir leid, ganz genau. Also jetzt zu sehen, wie er drunter leidet... Wie sieht man das denn? Ja, halt, er macht ständig Bemerkungen von wegen, ja, wenn ich ihn frage, wie findest du denn jetzt meine neue Bude und so, er sagt dann halt, mir muss sie ja nicht gefallen und... dann merke ich das halt, dass er auf einmal nichts mehr isst und nicht mehr mit mir redet und einfach nur vor sich hinträumt. Und ich weiß nicht. Ja, ich glaube auch schon, dass das eine traurige Situation ist und auch schwierig, wenn man so lange zusammen war, wie ihr das wart, 9 Jahre ja insgesamt. Mhm. Ne? Da ist man ja auch aneinander gewöhnt. Aber es hat sich ja jetzt alles so entwickelt, wie es sich entwickelt hat. Und das ja auch mit dem Grund, nämlich, dass es nicht mehr bei euch funktioniert mit der Liebe, mit der Erotik, mit allem.
So, insofern finde ich die Entscheidung sehr konsequent und auch richtig, was jetzt passiert ist. Und ich finde, dass du dir da einfach jetzt etwas mehr Härte zubilligen kannst oder gestatten kannst auch. Nämlich indem du kannst da ja keine Rücksicht drauf nehmen. Was willst du tun? Du kannst ja jetzt nicht deshalb, weil er irgendwie mit seinem eigenen Leben nicht zurande kommt, bei ihm bleiben. Ja, aber ich denke mir irgendwie 9 Jahre eines Menschen, also es ist genauso wie bei mir jetzt auch, aber ich kann das irgendwo noch verarbeiten, er kann das überhaupt nicht. Also er sagt ständig, dass diese 9 Jahre halt für ihn verlorene 9 Jahre waren. Er macht mir halt diesen Vorwurf und das macht mir ein sehr, sehr schlechtes Gewissen. Also das nimmt mich halt sehr mit, zu hören, dass ich irgendwie fast 10 Jahre... Warum sagt er das denn? Fand er die ganzen 9 Jahre denn... Nee, das nicht, aber er verallgemeinert das natürlich dann auch. Aber ist das nicht jetzt so, dass das Zappeln und das sich wehren gegen eine Entwicklung, die einfach nicht mehr aufzuhalten ist, indem er einfach mal so rumpupt, sage ich jetzt mal ein bisschen salopp. Ja. Das ist ja auch, was bringt das jetzt? Dir ein schlechtes Gewissen? Weißt du, ich finde es schon bescheuert, dass er das sagt. Wenn, ja, finde ich auch. Ne, wenn er das so denkt, ist es seine Sache. Dann kann er das vielleicht seinen besten Freunden sagen oder irgendjemandem. Das ist nämlich schon das nächste Problem, Domian. Also er ist so der Einzelgänger. Ja. Ich war immer in den ganzen Jahren halt die Person, die versucht hat, irgendwelche Freunde, sonst was, also Animationen zu machen hier. Lass mich mal den Satz eben noch fertig sprechen. Bitte? Wenn er das... anderen Leuten sagt, egal jetzt wem, ist das auch noch okay, wenn er so empfindet, das sind verlorene Jahre. Aber er darf es nicht dir sagen, was soll es denn? Ja, also ich finde es auch traurig. Ne? Er macht dir durch einen ganz fulminanten Vorwurf, ein schlechtes Gewissen. Es verhärtet eure Situation noch um ein Mehrfaches, als es ohnehin schon verspannt alles ist. Mhm. Und es bringt gar nichts. Mhm. Es scheint nicht jemand zu sein, der wirklich ein Rückgrat hat. Nee, hat er auch nicht. Mhm. Also er ist so der Einzelgänger und es ist auch so, dass er das halt auch seinen Eltern noch gar nicht gebeichtet hat. Es weiß aus seiner Familie nur seine Schwester. Er hat auch noch einen Bruder, mit dem er ziemlich gut befreundet ist, aber selbst der weiß es nicht. Der weiß nicht, dass ihr euch scheiden? Nein, also der weiß, dass wir uns halt in letzter Zeit nicht so gut verstehen, aber es ist jetzt auch so, dass er nicht so oft vorbeikommt. Also die beiden telefonieren halt miteinander, weil der Bruder kann mich auch nicht so gut ausstehen. Mhm. Also Sonja, ich sage jetzt mal ein bisschen was vielleicht auch ein bisschen Verletzendes, aber es ist aber auch ein Weichei, ne? Ja, das ist ein Weichei und das macht mir ja gerade halt dieses schlechte Gewissen, weil ich mir auch denke, der tut sich bestimmt was an oder so. Also heute ist es zum Beispiel so, Domian, also wir müssen morgen ganz früh raus, halt zu diesem Gerichtstermin. Mhm. Und wir sind dann halt von meiner zukünftigen Wohnung nach Hause gekommen und er hat dann halt auch wieder nichts gegessen, nichts gemacht, hat nur wieder vor sich hingeträumt und hat dann in den Schrank gegriffen und hat sich eine Flasche Wodka rausgeholt und meinte, ich fahre jetzt weg. Ich sag, ja, wo willst du denn jetzt hin? Mhm. Weil du weißt, es ist morgen soweit und sei bitte morgen fit, ja. Mhm. Und also er meinte so, ja, ich setze mich jetzt irgendwo hin und besauf mich und ich weiß nicht, ob ich dann komme oder nicht. Also solche Sachen. Ja, und er versucht natürlich über diese ganzen Sachen Druck auf dich auszuüben. Ja. Meinst du, er wäre empfänglich dafür, wenn du ihm sagen würdest, hier, ich, Sonja, kann damit irgendwie besser umgehen, du offensichtlich nicht so. Geh zu einer Beratungsstelle, geh zu einem Therapeuten, lass dir helfen. Wäre er da anfällig für? Ich denke schon, also doch, dass er da anfällig für wäre. Und denn, das rate ich ihm halt auch ständig. Und ja. Er meinte auch, wenn es überhaupt nicht weitergeht, dass er sowas in Anspruch nehmen würde. Ja. Domian, noch eine andere Sache. Ich werde ja dann halt ab nächster Woche dann noch alleine wohnen. Ja. Und was soll ich denn machen, wenn er dann ständig vor meiner Haustür steht? Weil das befürchte ich nämlich auch. Dann würde ich das machen, was du, glaube ich, eigentlich machen möchtest. Nämlich du möchtest sagen, dass du jetzt erstmal eine Weile alleine leben möchtest. Und wirklich alleine leben möchtest. Also ne? So höre ich es doch, dass du das gerne möchtest. Mhm. Ne? Er muss es lernen zu akzeptieren, dass die Zeit vorbei ist. Und so bitter das auch sein mag. Ja. Und dass du jetzt dein eigenes Leben führst. Mhm. Ihr könnt ja, da wirst du ja sicher nicht abgeneigt sein, einen Kontakt weiterhalten. Mhm. Ne? Oder? Nee,
Ja, weiß ich jetzt nicht. Kann ich jetzt noch nicht so entscheiden, aber ich denke schon. Vielleicht sogar das nicht. Ja. Ne? Vielleicht wäre es sogar sehr hilfreich, auch für ihn, wenn eine gewisse Zeit überhaupt gar kein Kontakt stattfinden würde, damit er erstmal sich stabilisiert und dass er auf den Boden kommt. Also ich kann mir bei ihm auch gut vorstellen, dass er irgendwelche Verfolgungsjagden oder so unternimmt, weil das ist halt jemand, der hat das in der ganzen Beziehung gemacht, dass er mir irgendwie hinterhergeschlichen ist und immer dachte, da ist da eine dritte Person hintersteckt. Schrecklich. Auf einmal halt irgendwo mitten in der Stadt hinter mir oder vor mir stand, obwohl wir vor 2 Minuten miteinander gesprochen hatten und er mir halt einen ganz, ganz anderen Ort genannt hat. So, pass auf. Ich würde gerne, dass dir mein Psychologe, der Johannes, gleich noch die ein oder andere Anlaufstelle sagt. Für ihn. Dann kannst du ihm das geben. Also so viel ich weiß, hat er eine Anlaufstelle. Die hat er schon. Okay. Okay. Danke. Ja, nee, dann ist ja gut. Und dann kannst du eigentlich weiter nichts machen, sondern als gehen, als Nein zu sagen und auch guten Gewissens, finde ich, zu sagen, lass mich bitte mal eine Weile in Ruhe. Und ich finde, dass du da keine Verantwortung trägst und lass dir kein schlechtes Gewissen einreden. Das Leben hat sich nun mal jetzt so entwickelt, wie es sich entwickelt hat. Und es ist sinnlos, jetzt darüber zu richten, wer da nur schuld ist und nicht schuld. Es ist jetzt, wie es ist. Alles Gute von Herzen. Okay, danke schön. Tschüss. Und nochmal viel Glück auf deinem Wege und liebe Grüße nach Gummersbach, weil ich bin nämlich auch noch auf Gummersbach. Ah ja, dann von Gummersbacher zu Gummersbacher. Ja. Alles danke, Gute, Sonja. Tschüss. Danke. 0800 220 5050, die Telefonnummer, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, hier jetzt auch live in der Nacht im Radio bei 1 Live, dann telefoniert 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Wilhelm ist hier und Wilhelm ist 32 Jahre alt. Hallo. Hallo? Ja, hallo Wilhelm. Ja, ja. Ich bin 32. Ja. Ich möchte dir mal eine lustige Geschichte erzählen. So, da bin ich aber gespannt. Ja, danke. Ja, eine lustige Geschichte. Die lustige Geschichte ist folgendes, das ist so eine Vierecksgeschichte. Ja. Und zwar involviert sind mein bester Freund, ja, meine eigene Beziehung, ja, also meine Beziehungskiste, ja, mhm, die Beziehungskiste von meinem besten Freund und ich. Ja. 1, 2, 3, 4. Und naja, es gab halt vor wenigen Wochen einen Abend, wo ich dann mit der besten, ja, wie soll ich sagen, beste Freundin von meinem besten Freund zu sagen, wäre untertrieben. Es ist schon die Beziehungs- und Lebenskiste. Und ich saß halt noch zusammen im Wohnzimmer, während der beste Freund von mir und meine beste Freundin Moment, jetzt kommen wir durcheinander mit dem Begriff. Ja, beste Freundin, wir reden von deiner Freundin, deiner Beziehung. Wir reden von deinem besten Freund und dessen Freundin. Ja? Ja, unter anderem, ja, genau. Mhm. Ne, das sind die vier Leute. Ja, genau. Ja, gut. Weiter. Obwohl, ich wiederhole nochmal irgendwie, es gibt halt die Frau, mit der ich seit fast 8 Jahren zusammen bin. Ja. Es gibt halt eben meinen besten Freund, gut, das können wir nicht alles wiederholen, den ich seit 12 Jahren kenne irgendwie, ja, circa. Der ist seit 5 Jahren mit einer Frau zusammen. Genau. Und ich, genau. So. Ja, jetzt haben wir es geklärt, gut. Okay, so, wunderbar. Du saßt mit den beiden, mit dem Freund und der Freundin zusammen. Genau. Und dann ist meine Lebenspartnerin, also meine Freundin irgendwie, und aber auch mein bester Freund irgendwann schlafen gegangen. Und dann habe ich zusammengesessen mit der Frau meines besten Freundes und man hat sich unterhalten über diverse Defizite im sexuellen Bereich und dabei ist herausgekommen, dass wir beide irgendwie unterfordert sind sozusagen. Ach was. Und haben festgestellt, dass die Dinge, die uns so in den Beziehungskisten halt, die wir jeweils haben, fehlen irgendwie uns gegenseitig doch dann, Und habt das dann mal gleich nachgeholt, oder wie?
Ja, wir haben irgendwie, wir haben das nicht wirklich getan. Also wir haben angefangen damit irgendwie. Also erstmal habt ihr geredet. Aber dann ist dann sofort irgendwie diese Bremse gekommen irgendwie. Moment, nein, das ist niederträchtig. Ah ja. Weil das geht nicht, denn mein bester Freund ist für mich fast wie ein Bruder. Verstehe. Und nein, das geht nicht. Ist das, also der Stand, ist das der Stand der Dinge bis heute? Ja. 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 Ah, ich dachte jetzt Viererkiste, jetzt kommen da die knallharten Storys. Also ist das alles noch vorsichtig, ne? Weiß denn dein bester Freund, dass du mit seiner Freundin über solche Sachen gesprochen hast? Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Gut, dann könnte man ja sagen, okay, wir haben... Die Thematik ist ja folgendes, warum ich mir gestern die Finger wund gewählt habe, um bei dir in der Sendung mal zu landen, ja? War nicht irgendwie, um berühmt zu werden, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe einfach das Problem, dass ich nicht weiß, mit wem ich darüber sprechen kann. Ja? Aufgrund dessen, weil du hast mit Sicherheit irgendwie reichlich Erfahrung mit solchen Geschichten oder Kisten oder wie auch immer man das nennen möchte. Okay, Willem, aber sag mal den, was ist die Problematik? Die Problematik ist, dass du sehr viel Sex vermisst, den du eigentlich haben würdest wollen in deiner Beziehung. Oh, das ist ganz süß irgendwie. Bitte? Das ist ganz süß formuliert von dir, aber das trifft nicht irgendwie auf den Punkt irgendwie. Der Punkt ist folgender, dass ich schon diesen Sex haben könnte, aber ihn halt nicht umsetzen kann. Warum nicht? Und dessen, weil diese Personen, mit denen ich gerade gesprochen oder ja. über die ich gerade gesprochen habe, also diese drei Personen plus meiner, ne? Ja. Sprich vier Personen, ich habe niemanden, mit dem ich darüber reden kann, um das in irgendeiner Art und Weise klarzukriegen. Stopp, Wilhelm. Ich verstehe überhaupt nicht, was dein Problem ist. Was ist dein Problem? Mein Problem ist, wenn ich mit der Frau meines besten Freundes dann endlich mal das tun würde, worauf wir beide, ja? Sie hat mir gesagt, seit 3,5 Jahren wartet sie auf nichts anderes. Ja? Ich sage seit 5 Jahren, ist auch egal, irgendwie, ich bin ja auch schon 32. Also ist dein Problem. Das letztendlich tun würde. Also, ja? ist dein Problem, dass du letztendlich die Sehnsucht hast, das mit der Freundin deines besten Freundes zu machen und sie mit dir. Ja. Aber es irgendwie nicht geht oder ihr euch nicht traut, du dich nicht traust. Danke, so richtig verstanden? Ja. Ja. Mhm. Soweit, so gut irgendwie. Aber es geht nicht ums Trauen, sondern. Einfach definitiv Situationen, wenn wir das tun würden. Ja. Und es gibt immer so ganz, es gibt ja so viele schöne Hollywood-Filme und sonstiges irgendwie. man denkt sich irgendwie, man ist in einem sicheren Raum und dann macht dann ganz toll Sex irgendwie und auf einmal geht die Tür auf und dann steht da irgendwie der beste Freund, der dann sieht irgendwie, dass seine Lebenspartnerin irgendwie mit dem besten Freund irgendwie Sex schon. Hat. Die, Gott. Diesen Sex, den du dir da erträumst, kannst du mit deiner Freundin nicht ausleben? Nein, auf keinen Fall. Um was geht's da eigentlich? Um welche besondere Praktiken oder? Nee, es geht einfach nur schlechthin, um überhaupt Sex zu haben. Wie, du hast mit deiner Freundin keinen Sex? Nein. Wie bitte? Wie lange bist du mit ihr zusammen? 7,5 Jahre. Und seit wann hast du keinen Sex mit ihr? Letztes Mal, glaube ich, Weihnachten. Aha, also ganz selten Sex. Und unbefriedigenden Sex. Ja, so to say. So, auf der anderen Seite. Nee, also halt. Seite, nee, die Frau, die ich halt mag, irgendwie, die hatte über ein Jahr keinen Sex. Okay, das ist jetzt egal. Jetzt reden wir über dich. Hm. Für mich ist immer ein ganz, ganz eisernes Gesetz, Wilhelm. Man lässt die Finger von den Partnern der besten Freunde. Du sagst ja, sowieso. Ne? Du sagst, das ist dein bester Freund, das ist wie ein Bruder, ihr liebt euch auch, wie man sich auf platonische Art liebt, und er ist eine ganz wichtige Person in deinem Leben. Ja. Schluss aus, dann wäre die Frau für mich absolut tabu. Da würde ich an der anderen Seite anfangen, nämlich da scheint ja eine ganze Menge in deiner Beziehung nicht zu funktionieren. Oh ja. Ne? Da würde ich mal anknüpfen, was ist in meiner Beziehung los? Kann ich da noch was verändern? Oder ist diese Beziehung, hat die sich schon überlebt? Muss ich da raus? Diese Fragen würde ich mir erstmal stellen. Domian, ich habe da selber eine eigene Vorstellung, die mag die meisten Leute völlig, verprellen, weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Aber ich könnte mir vorstellen, dass
ich mit den Menschen, mit über die ich gerade gesprochen habe, irgendwie eine Lebensform zu haben, irgendwie, dass wir alle zusammen in einem großen Haus leben irgendwie und ja, gut, ich habe wunderbar Spaß irgendwie. Gut, das ist ein anderes Thema. Mit der einen oder anderen Frau. Gut, das ist ein anderes Thema. Dann musst du das, da musst du diese Lebensform auch versuchen, den anderen mal vorzuschlagen. Hast du das schon gemacht? Nee. Ja. Gut. Also, traue ich mich gar nicht. Warum nicht? Ja, weil das ist der Hammer irgendwie. Klar, ist der Wenn Hammer. Ich sowas vorschlage, damit mache ich ja ein Buch auf. Ja, mach's doch mal was, auf. Was ich eigentlich mach's doch mal auf. Du bist doch, verschlossen hätte. Warum? Du bist doch unzufrieden. Du bist doch in deinem Leben, so wie du es jetzt führst, in deiner Partnerschaft zumindest, bist du unzufrieden. Ja, das also, ist wahr. Also mach ein Buch auf. Aber mach keine Heimlichkeiten mit der Freundin deines besten Freundes. Da verstrickst du dich in Lügen, das kommt irgendwann raus und das ist alles mies. Das ist ja gar nicht passiert. Was? Das ist ja alles auf der... wünschend. Ja, das habe ich schon verstanden. Ja, das habe ich schon verstanden. Also, nee, das weiß ich. Das hast du ja auch so klar gesagt vorhin. Mhm. Also, das würde ich nicht tun. Ich würde mich um meine eigene Beziehung erstmal kümmern. Was ist da los? Und wenn du so einen Traum hast von so einer großen Viererbeziehung vielleicht, verdammt nochmal, dann sag es. Dann versucht einfach diesen Weg. Sprich es aus. Und wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Aber es ist doch auch eine Möglichkeit, auch sein Leben zu führen. In diesem Sinne, Wilhelm. Alles Gute. Okay. Tschüss. Der Wilhelm war das und hier ist Rolf. Rolf ist 63 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Hallo Rolf. Hallo Domian. Oh, du sprichst aber mit heiserer Stimme. Ja. Was ist da los? Ich habe nur ein Stimmband. Ach. Das zweite Stimmband hat man mir wegoperiert, da war Krebs drin. Und dann spricht man so. Das habe ich noch nie gehört. Ist das für dich anstrengend, so zu sprechen? Eigentlich am Telefon geht's. Ja. Aber im öffentlichen Verkehr oder in der Kneipe absolut nicht. Das glaube ich, weil du wahrscheinlich auch nicht sehr laut sprechen kannst, ne? Nein. Ja, das hört sich auch so ein bisschen geflüstert an. Ja. Mhm. Man hat, glaube ich, zwei Stimmbänder, ne? Man hat zwei Stimmbänder. Mhm. Und eins war, da hattest du einen Tumor oder Tumore an einem Stimmband? Ein Stimmband hatte einen Tumor. Ja. Wann war das? Das war 1995. Wie hat sich das bemerkbar gemacht? Eigentlich gar nicht. Ich habe nur so immer so ein krächzendes, heißes Gefühl gehabt. Da bin ich mal zum Ohrarzt gegangen und habe das mal abklären lassen. Da hat man eine Probeexzession gemacht. Ja. Und da hat man dann festgestellt, dass da Krebszellen drin sind. Aha. Was ja schon eine schlimme Diagnose ist, wenn man das hört. Ne? Vor allen Dingen, wenn man gar nicht damit gerechnet hat. Da bin ich in die Knie gegangen bei dem Telefonat. Das glaube ich. Mit meinem Hals-Nasen-Ohrenarzt. Ja. Und war dann gleich klar, also da muss dieses eine Stimmband muss rausgenommen werden? Ja. Ja. Ist das dann auch bald gemacht worden? Ja. War der Krebs lokalisiert ausschließlich auf das Stimmband oder war er auch schon in anderen Organen? Nein, es war ausschließlich auf das eine Stimmband lokalisiert. Gott sei Dank, ne? Aber insgesamt waren es 5 Operationen. 5 Operationen? Ja. Warum so viele? Ich würde mir jetzt als Laie vorstellen, da wird einmal das Band rausgenommen und dann... Aber da gab es noch Nachblutung und noch eine Operation und da wurde noch mehr Krebsgewebe entdeckt und so weiter. Wird diese Operation im Rachenraum? Im Rachenraum. Mhm. Also es wird nicht von außen am Hals irgendwas aufgemacht? Oral wird es gemacht. Mhm. Ja. Ist das ein komplizierter Eingriff medizinisch? Sehr komplizierter Eingriff sein. Ja. Aber damit hat sich ja nichts zu tun. Ja. Naja, aber die haben das sicher erklärt vorher oder hinterher und dann weiß man das vielleicht noch mehr zu schätzen, dass es dann funktioniert auch hat. Da bin ich heilfroh. Ja. War das am Anfang nach der Operation schwierig zu sprechen? Das war damals ganz schwierig. Im Laufe des nächsten Jahres hat sich das soweit normalisiert, dass ich dir in dieser Zeit so gesprochen habe, wie ich jetzt spreche. Mhm. Mhm. Nun sind fast 10 Jahre vergangen. Gott sei Dank. Ja.
Das heißt, der. Ich hätte schon 9 Jahre unter der Erde liegen können. Ja, ja. Fast 10 Jahre sind vergangen. Besteht jetzt die sehr begründete Hoffnung, dass dieser Krebs wirklich weg ist? Ja, das bestimmt. Das kann man sagen, ne? Kann man sagen. Ja. Du warst bis heute 63. Damals warst du vermutlich noch im Berufsleben. Damals war ich noch im Berufsleben. Was hast du gemacht vom Beruf? Ich war Zahnarzt. Zahnarzt. Hast du dann danach den Beruf weiterführen können? Ich habe nur 5 Jahre weitergearbeitet. Aber war es nicht sehr, sehr nervig, dass man immer jedem erklären musste, warum man so spricht? Nein, das haben die Patienten von den Nachbarn schon erfahren. Ah ja. Aber es war zum Schluss nicht mehr möglich, weil ich als Zahnarzt auch eine Diagnose stellen muss. Und dadurch die Patienten ausfragen. Ja. Und mich dann bei offenem Fenster unterhalten muss. Und das ging also dann wirklich nicht mehr. Was heißt bei offenem Fenster? Naja, in der Praxis kann man nicht die Fenster schließen. Ach so, und das ist einfach zu laut war und letztendlich für dich dann zu anstrengend. Ja. Du bist Mediziner, dann kannst du mir das ja noch besser erklären. Viele Krebse, wo immer sie auch auftauchen, haben ja auch ihre Ursachen. Da sagt man, das hängt mit dem Rauchen zusammen oder der hat das gemacht, jenes. Wie kann der Krebs sich da gerade festsetzen am Stimmband? Weiß man das? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Nein. Kann das, er hat jetzt gerade so eine Querassoziation. Kann das mit deinem Beruf irgendwie zusammenhängen, dass du irgendwas eingeatmet Nein. hast? Nee. Es kann mit meinem Haus zusammenhängen. Da ist der Dachstuhl aus lauter Holz gebaut worden und in den 80er Jahren oder Ende der 70er Jahre, dass das Holz ausgedünstet hat. Ja. Aber ich habe keine Ahnung. Ja. Mich interessiert das eigentlich auch im Grunde genommen recht wenig. Ja. Hast du dich jetzt mit dem Leben, dass du so eine leise, heisere Stimme hast, so rundherum arrangiert, kann man das sagen? Eigentlich schon. Ja. Aber ich habe da ein Problem. Jetzt bin ich gespannt. Ich war mal im Urlaub in Thailand. Ja. Und habe da eine Frau kennengelernt. Und seitdem es Viagra gibt, ich habe mich mit dem Zustand schon vorher abgefunden. Und plötzlich ging wieder alles. Durch Viagra? Ja. Ja. Nun habe ich das Bedürfnis, eine neue Frau kennenzulernen. Ja. Aber ich kann die ja nirgends kennenlernen. Weil du nicht in Kneipen gehen kannst, weil es zu lauter ist und du dich mit deiner Stimme da nicht durchsetzen kannst? Genau. Ja. Jetzt wollte ich mal wissen, ob du vielleicht eine Ahnung hast, wie ich da eine Frau kommen kann. Also die spontane Idee ist natürlich, aber da sage ich dir nichts Neues, es muss an einem leisen Ort sein. Ne? Ja, genau. Ein leiser Ort. Ja. Ein Telefon ist zum Beispiel nicht schlecht. Ja. Ne? Man kann. Ist das jetzt für dich auch anstrengend oder ist das okay? Das ist ganz normal. Das ist ganz normal. Ne? Ja. Telefon ist nicht schlecht. Das Internet ist nicht schlecht. Bist du? Ich habe vom Computer keine Ahnung. Schade. Ist ein schöner Multiplikator mittlerweile für alle Leute. Ja. Hast du Anzeigen aufgegeben schon? Nein. Warum nicht? Weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass man das mal macht. Es wäre vielleicht eine Möglichkeit. Und dann kannst du eine Räumlichkeit vorschlagen, die du vorher austestest, wo es nicht laut ist. Ja. Vielleicht in einem Hotelrestaurant in der gehobeneren Klasse oder weiß ich, wo es nicht laut ist. Wo man sich treffen kann. Ja. Wie lange bist du schon alleine? Etwa 10 Jahre. Ja. Ja, hat das auch mit der Krankheit? Länger. Das heißt, deine Frau oder Freundin hat dich verlassen, bevor du krank geworden bist? Ja, ich hatte erst eine Frau, mit der war ich 13 Jahre zusammen. Dann hatte ich eine Freundin, mit der war ich 12 Jahre zusammen. Und seitdem war nichts mehr. Hast du auch eine gewisse Hemmung wegen der Stimme? Dass du denkst, du verschreckst die Frauen? Nein.
Nee, finde ich auch nicht. Also ich finde, man gewöhnt sich da sehr leicht dran und manch eine Frau findet das vielleicht sogar erotisch, wenn man so tief und also finde ich völlig in Ordnung. Also es kann schon sein, dass sich manche Frau erotisch findet. Ja. Ich hatte auch mal in der Bäckerei eine so mit strahlenden Augen angeguckt, aber die hat wahrscheinlich nur mal so einen 4-Stunden-Job. Ja. Die habe ich nie wieder gesehen. Ich möchte, bevor wir nochmal über die Frauen reden, noch was Medizinisches fragen. Ja. Musst du schon in einer gewissen Weise vorsichtig sein, dieses eine übrig gebliebene Stimmband nicht zu sehr zu belasten? Nein, das kann ich belasten. Wie du willst, das ja, ist egal. Mhm. Mhm. Aber wenn du jetzt mal auch noch erkältet bist, dann ist gar nichts mehr, ne? Das war ich Gott sei Dank seitdem Gott sei noch Dank. Nicht. Gott sei Dank. Ja. Mhm. Ja. Also Rolf, das muss doch mit dem Teufel zugehen, wenn du keine Frau findest. Du bist Zahnarzt gewesen, hast wahrscheinlich auch genügend Kohle und das muss doch möglich sein irgendwie. Ja. Mann. hast du nicht die Lust, dich noch mit Computer und Internet zu beschäftigen? Dich da rein so schwierig ist es gar nicht. Ich bin auch sehr, sehr unbeholfen in solchen Sachen, habe das auch vor ein paar Jahren gemacht. Und du, in meinem Alter ist es, glaube ich, nicht. Ja. Meine Tochter hat ja auch schon mal gesagt, Papa, kauf dir einen Computer. Ja. Na gut, wenn man da keine Lust hat, soll man es auch. Man soll es keinem aufreden. Nein, also mit den Anzeigen würde ich schon mal auf jeden Fall anfangen. Fährst du denn so auch noch allein in Urlaub? Ja, oft. Das schon, da sind Urlaube eigentlich doch auch ein ganz guter Multiplikator, um Partner kennenzulernen, ne? Ja, im Winter fahre ich immer nach Thailand 2 Monate. Ja. Und im Sommer mit meiner Tante. Ja. Da bin ich ja so alten Begleiter. Ja. Also Rolf, ich hab da jetzt keinen tollen Superratschlag, wie du schon merkst. Naja. Aber ich wünsche es dir von Herzen, dass du eine findest. Ich danke dir, Domian. Und ich glaube es auch. Du bist ein charmanter Mann, das muss doch irgendwie klappen. Also. Schönen Dank fürs Kompliment. Ich wünsche dir alles Gute und gesundheitlich natürlich auch, aber auch, dass du eine nette Frau findest. Danke. Auf Wiederhören, Rolf. Tschüss. Tschüss. Domian. Emilia, guten Morgen. Guten Morgen. So, hallo. 25 bist du. Ja. Und hast mich angerufen. Ja. Warum? Ja, ist etwas schwierig. Mhm. Also ich bin seit 6 Jahren mit einem Mann zusammen, der verheiratet ist. Ja, wie alt ist der? 38. Mhm. Und verheiratet. Ja. Und Kinder. Ja. Wie viel? 2. 2 Kinder. Du bist seit 6 Jahren mit dem zusammen? Ja. Heimlich? Ja. Die Frau weiß davon nichts? Nein. 6 Jahre. Das ist ja wirklich dann ein Leben in vollkommener Heimlichkeit, ne? Ja, eigentlich sehr schön, aber ich muss sagen, was mich so belastet, ist die letzten 2 Monate. Warum? Was ist da passiert? Ich habe seit 2 Monaten Albträume. Erzähl. Ganz schlimm, also hängt mit meiner Familie zusammen, gemischt von Arbeit bis dahin, dass er mich betrügt und ganz schlimme Dinge. Also ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll und was ich davon halten soll. Und diese Träume sind so real, dass ich wach werde und erstmal gucken muss, wo ich bin. Mhm. Und also kann man sagen, dass der Schwerpunkt der Träume schon Entschuldige, schon ist, dass er fremd geht? Nein, also er geht nicht fremd in dem Sinn, dass er mich betrügt. Sondern? Aber mich belastet es wahrscheinlich, dass er seiner Frau fremd geht und das tut mir halt weh. Ach. Wahrscheinlich. Und ich denke mal, dass das in meinen Träumen rauskommt dadurch. Oder du identifizierst dich zu sehr mit der Frau? Und denkst, das, was er mit der Frau macht, könnte er mit mir... Ich glaube schon, ja. Ich habe sie schon mehrmals gesehen. Ah, und, ja. Kennt sie dich? Kennt ihr euch auch richtig? Oder hast du sie nur gesehen? Ich habe sie nur gesehen. Mhm. Mhm. Ich bin jetzt kein Traumdeuter oder sowas. Es kann natürlich schon sein, dass solche Träume einfach auch ein Signal aussenden. Hier, ich bin unzufrieden mit dem, was ist. In der Regel ist das ja so bei Träumen. Also es ist so, dass ich eigentlich gar nicht unzufrieden bin, weil ich bin eigentlich in einer Familie aufgewachsen, wo
die Familie zusammenhält, wo viele Kinder da sind, wo, wie soll ich sagen, also die Eltern sich verstehen, egal ob schwer oder leicht ist im Leben. Mhm. Ja. Und meine Eltern sind 22 Jahre verheiratet, das ist in Ordnung für mich. Und was hat das jetzt damit zu tun, dass dein Freund... Ich weiß nicht. Für mich hat das Gefühl, dass die Kinder das nicht kriegen, was sie wollen. Also was ich hatte. Ich habe halt immer das schlechte Gewissen, dass ich den Kindern den Vater wegnehme. Und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Finde ich nicht begründet, Emilia. Du bist da nicht die Schuldige. Wenn es überhaupt wenn man da von Schuld reden sollte. Du bist es mit Sicherheit nicht. Er ist es. Er ist ein sehr erwachsener Mann. Er hat sich dafür entschieden, ein Doppelleben zu führen. Er führt ja ein Doppelleben. Guck mal, er belügt und betrügt seine Frau seit 6 Jahren. Er hintergeht seine Frau. So. Ja. Er hat sich dafür entschieden. Er hätte damals vor 6 Jahren sagen können, nein, ich mache das nicht. Oder hätte zumindest nach einer gewissen Zeit es abbrechen können und sich für seine Familie entscheiden können. Ich finde, das ist in allererster Linie sein Bier. Was ich bei dir sehr erstaunlich finde, ist, dass du dich da so mit arrangiert hast. Wie oft siehst du ihn zum Beispiel? Also 7 Tage die Woche, bestimmt 5-mal die Woche. 5-mal die Woche. Ja. Kommt er dich dann besuchen? Ja, du kannst ja nicht zu ihm fahren. Du warst ja bei ihm wahrscheinlich noch nie zu Hause, ne? Doch, wenn die Familie weg war. Unter anderem, ja. Auch wenn die Familie da war? Nein. Nee. Wie ist es denn an so wichtigen Tagen im Leben? Geburtstag, Weihnachten, Silvester? Könnt ihr doch alles nicht zusammen verbringen, ne? Also seinen Geburtstag zum Beispiel. Nee, nicht unbedingt. Könnt ihr zusammen in Urlaub fahren? Ja. Was lügt er dann? Wie lügt er dann? Also ehrlich gesagt habe ich da noch nicht nachgefragt. Also mich interessiert es auch nicht, weil ich denke mir selber, dass mich das zu sehr belastet. Ja. Fahrt ihr lange in Urlaub oder sind das immer nur so Wochentrips dann? Maximal 4-5 Tage. Da wird er wahrscheinlich irgendeine Geschäftsreise oder so etwas erzählen. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ich möchte ihm da auch nicht fragen, weil ich denke mal, es ist schwer genug für ihn. Also wenn wie denkst du eigentlich? Hast du dich ja schon mal ertappt, dass du schlecht über ihn denkst, dass er einen Menschen so betrügt? Gar nicht, das ist das, was mich so irgendwie fesselt an ihn. Also ich habe, klar habe ich hier und da mal die Gedanken, vielleicht macht er was Schlimmes und vielleicht hat er eine andere und so, aber das hat jede Frau, denke ich mal, ob sie verheiratet ist oder ob sie einen Freund hat oder ob sie jetzt wirklich Geliebte bin, das ist ja egal. Aber warum entscheidet er sich denn nicht für dich? Also, da gibt's viele Dinge. Es sind die Kinder, es ist ein Haus, was im Spiel ist, es sind viele Dinge finanziell überhaupt. Das ist allgemein nicht so einfach. Ich meine, heute in der Zeit ist es sowieso nicht einfach. Ne? Ja, gut, das sind immer so Sprüche. In keiner Zeit war es einfach. Ja, natürlich. Damit gibst du dich so zu... Ich sag ganz ehrlich, ich möchte auch nicht, dass er seine Familie verlässt irgendwo. Ist es nicht dein Traum, mit ihm richtig zusammen zu sein? Doch, aber solange... Ich weiß nicht, wenn ich mir vorstellen müsste, dass ich ohne Papa aufgewachsen wäre, dann, ich glaube, ich würde durchdrehen. Aber stell dir doch mal die Situation vor, da ist ein Papa, der noch ein ganz anderes Leben führt. Das weiß ich ja nicht. Nee. Aber ich sag nur mal, die Kinder wissen das vielleicht nicht, aber die Kinder kriegen das vielleicht sehr wohl mit, weil die Liebe und die Innigkeit zwischen denen natürlich nicht so ist, das ist alles da. Das weißt du doch gar nicht. Doch, er erzählt mir das ja immer. So ganz dolle kann es nicht sein, dann hätte er nicht dich. Wenn er wirklich seine Frau tief lieben würde, dann hätte er nicht dich. Das ist schwer. Es ist schwer für jemand, der außenstehend ist, zu verstehen, wie unsere Beziehung entstanden ist und wie sie überhaupt jetzt fortgeführt wird, ja? Ja. Aber darf ich fragen? Lass mich einfach fragen, vielleicht verstehe ich es nicht. Ja, bitte. Warum hat er die Beziehung zu dir? Weil ihm was fehlt. Ah, da haben wir es schon. Ja. Liebt er seine Frau noch? Also soweit ich weiß, nicht mehr so. So.
haben wir auch was. Das heißt, die familiäre Situation kann nicht so dolle sein, wenn da zwei zusammen sind, die sich nicht mehr lieb haben. Ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß halt nur aus Bekannten und Freunden und auch von ihm, dass es nicht mehr so ist, wie es mal war. Also eigentlich war es noch nie so, kann man sagen. Also könnte man denn da nicht so, also jetzt sage ich mal als Außenstehender, so ganz, ganz normal, dann würde ich sagen, was ist denn das für ein Typ? Dann soll der aufräumen in seiner Familie. Es ist für die Kinder allemal besser, in ehrlichen Verhältnissen zu leben, als in so einer Lüge. Ja. Er kann wunderbar gut zu den Kindern sein und die Frau auch und du könntest das auch. Und da gibt es Millionen von Beispielen, wo sich das gut regelt. Und er sollte sich für Emilia entscheiden, die er offensichtlich doch sehr, sehr gerne hat. Ja. Fühlst du dich denn sehr geliebt von ihm? Ja, ich fühl's überall. Also es ist egal, was es ist immer da. Aber du stellst... Er hat mich noch nie im Stich gelassen, egal was es ist. Aber du stellst keine Forderungen, sagst, pass mal auf, jetzt kann ich nicht mehr. Ich will eine Entscheidung. Ich sag ihm schon oftmals, dass ich nicht mehr kann und dass ich nicht mehr mag. Und das sind halt so meine Tiefen des Tages. Und am nächsten Tag, wenn ich geschlafen habe und auf die Arbeit gehe, und denke ich mir, ach Gott, das ist ein neuer Tag und es geht wieder. Und ja, aber da sind wir am Anfang unseres Gesprächs, nämlich bei deinen Träumen. Und ich könnte mir wirklich vorstellen, dass dein Unterbewusstsein sich da in der Nacht insofern äußert, dass da eine abgrundtiefe Unzufriedenheit ist bei dir, die du am Tage gar nicht so an dich herankommen lässt, weil du biegst dir das alles irgendwie so zurecht, aber in der Nacht, im Traum, kommt die Unzufriedenheit raus. Könnte ja sein, das ist so eine These von mir. Ich weiß nicht, ich mache mir halt Gedanken, darum, dass vielleicht das, was ich hatte als Kind, diese Kinder nicht haben könnten. Und, aber du weißt ja gar nicht, wie es den Kindern da im Moment geht. Vielleicht geht es denen ja schon gar nicht mehr so dolle in einer kaputten Ehe. Das glaube ich nicht. Weißt das du glaub doch ich nicht. Nicht. Das weißt du doch gar nicht. Nein, das glaube ich nicht. Er ist eigentlich ein Mensch, der sehr, sehr ehrlich ist. Aha. Ja, und ich habe das nicht nur am eigenen Leib erfahren. Ich glaube nicht, dass es ein Mensch ist, der sehr, sehr ehrlich ist. Dann würde er nicht 6 Jahre seine Frau betrügen. Ja. Ne? Ich weiß. Was wäre denn, Emilia, wenn ich dich so frage, was wäre dein Wunsch, wenn du jetzt nicht Rücksicht nehmen müsstest auf Kinder und auf irgendwelche Sachen, so ganz einfach aus der Seele herausgesprochen, was wäre dein Wunsch für die Zukunft? Das ist schwer zu sagen. Also schon, dass er bei mir ist, aber ich bin halt ein Mensch, der lieber an andere denkt als an mich selber. Es ist schwer. Also. Das finde ich auch einen guten Zug, wenn man nicht so egoistisch ist. Aber ein bisschen muss man auch an sich selbst denken. Das ist mein Problem, dass ich zu wenig egoistisch bin. Also ich denke eher an andere als mein ganzes Leben schon. Also kann das sein? Kann das sein, dass er, ich sage jetzt mal etwas, was dich wahrscheinlich jetzt provoziert oder vielleicht sogar empört, aber kann es sein, dass er dich da auch ein bisschen ausnutzt in dieser Charaktereigenschaft? Nein. Nee. So viel weiß er nicht von mir. Ja, aber das kriegt man schon mit, wenn man 6 Jahre mit jemandem zusammen ist. Nein, es ist, ich weiß auch meine, wie soll ich sagen, also ich weiß, wie ich ihn provozieren kann und ich weiß auch, wie ich ihn ärgern kann und das nutze ich auch aus. Ich glaube ja auch, wenn man 6 Jahre so ein Konstrukt. Irgendwann wird man egoistisch. Also. So ein Konstrukt hat, dann ist das auch alles so eingefahren und eingeführt. Ja. Ich möchte dir meine Meinung sagen. Ja. Meine Meinung wäre oder ist, dass ich finde, du solltest dieses nicht mehr, auf jeden Fall nicht nochmal 6 Jahre und auch nicht noch ein Jahr mehr mitmachen. Nein. Naja, gut. Das finde ich. Und das ist so ein Warnsignal, was deine Seele da nachts mit dir macht. Ich halte das für eine unnatürliche, für eine schlechte Lebensform, die da praktiziert wird. Ja, aber sag mal ganz ehrlich, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich sagen, hallo, es geht nicht mehr, ich mach Schluss, auf Wiedersehen und fertig? Nein, halt, stopp, nicht alles auf einmal. Du sollst nicht sagen, hallo, es geht nicht mehr, ich mach Schluss. Du sollst sagen, hallo, es geht nicht mehr. Lass uns eine Lösung finden. Es geht ja eben genauso. So, dann müsst ihr beiden, beide seid erwachsene Leute, müsst ihr beide eine Lösung finden. Ja. Und wenn die Lösung nicht gefunden wird, dann wird es sich vielleicht auseinanderleben.
Ich will ihn ja gar nicht verlieren. Ich weiß. Ich weiß ihn nicht. Ich sage ganz ehrlich, lieber mache ich das mit, als dass ich ihm... Nein, das hast du ja 6 Jahre mitgemacht. Ich finde nicht gut, was da läuft. Ich finde es nicht gut. Ich finde auch, dass es dir nicht gut tut. Vielleicht hast du viel... Nein, mir tut es überhaupt nicht gut, aber ich mache trotzdem mit. Ja, da sollten wir einen Riegel vorschieben. Finde ich. So, jetzt aber noch zu der Geschichte mit den Träumen und den ganzen eventuell psychologischen Sachen, die dahinter stecken. Da bin ich ja nicht der Fachmann, aber ich habe ja hier einen Fachmann. Und ich möchte, dass du mit meinem Psychologen über deine Träume redest, der auch dieses Gespräch mitgehört hat. Ja. Emilia, sei mal ein bisschen mehr egoistisch. Ich möchte nicht dem Egoismus... Ich kann das nicht. Ich bin nicht so aufgewachsen. Ich weiß nicht. Ich bin ein Mensch, der lieber für andere da ist. Ich bin die älteste von 8 Geschwistern und ich kann das nicht. Ich finde, dass man wie alt bist du jetzt? 25. Da kann man noch einiges an sich umtrainieren. Das wird es wird von Jahr zu Jahr schwerer, je älter man ist. Mit 30 ist es noch schwieriger. Mit 25 kann man das noch. Ja. Jetzt legst du auf und mein Psychologe Johannes ruft dich an. Okay, Emilia. Ich danke dir. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, die Telefonnummer, Faxnummer 0800 220 50 51 und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Hier ist 1 live mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. So, und jetzt begrüße ich ganz herzlich den Marco, 27, hallo. Ja? Ja, hallo Marco. Guten Morgen. Ja. Und was geht's denn bei dir, Marco? Wer spricht hier? Hier ist Domian. Ach so, ja. Ich bin jetzt sehr aufgeregt. Ja. Weil ich habe noch nie durch Radio, Fernsehen gesprochen. Ja, aber keine Sorge, wir beiden schaffen es schon. Ja, danke. Deswegen hast du denn angerufen, Marco? Ich bin Asperger-Autist. Du bist ein Autist? Ja. Also jemand, der sehr in sich gekehrt ist? Seit meiner Zeugung. Also seit der Geburt? Ist bei mir genetisch veranlagt. Ja. Weil ich habe einen falschen genetischen Baustein. Ja. Nur werden viele Leute denken, oder sich wundern, und ich auch im ersten Moment, der Marco ist Autist, aber der ruft an, der spricht, der traut sich. Weil ich konnte jahrelang gar nicht sprechen können. Wie lange hast du nicht sprechen gekonnt? Über 5 Jahre. Durch einen Schock. Wie alt warst du da? Damals war ich, damals war ich 16 Jahre alt. Von 16 bis wie lange? Bis Anfang 21. Hast du gar nicht gesprochen? Ja. Was war das für ein Schock damals? Das war am 28.08.1994. Da kam ich in die 3. Klinik nach Ravensburg-Weißenau. Mhm. Und man hat mich dort eingesperrt. Und durch den Schock, weil man mich nicht mehr nach Hause lief, konnte ich nicht mehr. Aber ich konnte doch noch sprechen, außer mit meiner Mama und meinem Bruder Patrick. Also du konntest nur mit dem Bruder nicht sprechen und mit der Mutter nicht sprechen? Ja, ich konnte nur sprechen mit meiner Mama und meinem Bruder Patrick. Ach so, verstehe. Aber in der Klinik und sonst war gar nichts? Nein. Ging gar nichts mehr. Bevor du da in die Klinik gekommen bist, hast du da gesprochen? Also das war so bei mir, also vor dem 3. Lebensjahr oder nach dem 3. Lebensjahr hatte ich eine Sprachverzögerung und ich hatte dann mehrere Sprachtherapien und ich war dann 5 Jahre lang in einer Sprachheilschule in Schwenningen für Sprachbehinderte. Ja. Und dann kam ich vom Durchschnitt her in die normale Grundhauptschule bis dann in der 8. Und dann mit 15 hat es erst richtig angefangen, weil vom 1. bis 15 Lebensjahr war es schwach ausgeprägt. Ja, also ich merke, dass du eine sehr, sehr schwere Zeit hinter dir hattest oder hinter dir hast. Ich habe mehr gesehen und mehr durchgemacht als ein Mensch. Und was ich im Moment seit über 2 Monaten durchmachen muss, das geht so weit wie nie zuvor. So, jetzt wollte ich aber erst nochmal ein Kompliment aussprechen, dass du dich getraut hast, hier anzurufen. Ja. Dass du überhaupt so gut sprichst, man kann dich ja durchaus gut verstehen, nach all dem, was passiert ist. Das finde ich erstmal toll, will ich dir mal so sagen. Danke. Jetzt sagst du, seit 2 Monaten ist was besonders schlimm. Was ist los? Also das war am 25.01.2004, da habe ich ein neues Medikament eingenommen, das hieß Neurozil. Ein Medikament? Neurozil hieß es. Und es hatte so starke Nebenwirkungen, dass dann aus der Nachbarhaushälfte jemand gehämmert und gebohrt hatte. Und das hatte ich dann einen sehr schweren Rückschlag dadurch und einen Schock sogar, den 4. meines Lebens. Marco, ich unterbreche mal eben.
Verstehe ich es richtig, dass dieses Medikament, was du einnimmst, eine Nebenwirkung hat, dass du sehr hörempfindlich geworden Nein, bist? Nein, ich meine, ich bin ja schon über 8 Jahre sehr schwer geräuschempfindlich. Ich habe eine Hyperakustik, eine schwere. Also seit über 8 Jahren, seit meinem 18. Lebensjahr. Sehr geräuschempfindlich. Ja, sehr schwer geräuschempfindlich. Und dieses Medikament hat das noch verstärkt? Nein, das kam dadurch, ich habe es eingenommen, ich hatte da Nebenwirkungen. Und dann hat nebendran aus einem anderen Nachbarhaus jemand Gammon gebohrt. Und das war so schlimm für mich seelisch, dass ich dann einen sehr schweren Rückschlag gekriegt habe. Ja. Und seitdem sind die Wahrnehmungsfunktionen so schlimm, wie ich es noch nie erlebt habe. Bist du denn zurzeit in ärztlicher oder psychologischer Behandlung? Nein. Bist du nicht. Wie lebst du denn im Moment? Lebst du alleine? Ja, ich lebe also seit dem 30.12.1999 lebe ich in einer Doppelhaushälfte mit meiner Familie zusammen, mit meiner Mama, meinem Papa und meinem Bruder Patrick. Und die kümmern sich auch um dich? Und wir leben ja in einer Doppelhaushälfte und ich habe ein eigenes Zimmer. Ja, hast du auch mal irgendwann mal was gearbeitet oder geht das alles nicht? Ich bin Pflegestufe Nummer 2. Ja, das heißt, das geht nicht. Du musst zu Hause bleiben und du wirst dann auch betreut von deinen Leuten. Es ist bei mir so, meine Stimme ist dann, ich habe mich erkältet, ich habe dann gehustet jetzt. Ich glaube, jetzt geht's wieder. Ja. Wenn sich das jetzt so verschlimmert hat, dein Befinden seit 2 Monaten, so wie du es gerade geschrieben hast, warum gehst du dann nicht zu einem Arzt oder einem Therapeuten? Es ist so, es gibt jemand in der Lucent-Klinik, wo meine Mama arbeitet und der kennt sich mit Asperger-Autisten aus und ist so, dass ich bin ja bei der Krankenkasse AOK und es ist eben so, dass sie keinen Vertrag mit denen haben. Aha, und man sucht jetzt eben jemanden, der sich im Schwarzwaldkreis auskennt. Ich wohne ja in Bad Dürham, das ist bei Villingen-Schwenningen am Bodensee. Ja. Also das ist jetzt eine komplizierte Sache mit der Krankenkasse und so. Aber es wäre ja schon sehr, sehr, sehr gut und sehr richtig, wenn du in ärztliche Betreuung jetzt kämst, ne? Ja, und ich hoffe, dass daraus was wird. Ja. Jetzt mache ich mal einen Vorschlag. Ich merke ja, dass du wirklich sehr schwer erkrankt bist. Und das ist auch alles. Nein, das ist jetzt so, weil ich gerade so gehustet habe. Ja, das meine ich gar nicht mehr. Ich meine, generell bist du schon sehr, sehr schwer erkrankt, das kann man ja so sagen. Ja. Und das ist auch noch. Und es ist so, ich trage, seit über 2 Jahren hat sie es, vor über 2 Jahren hat sie es mit der Gehustenheit noch verschlechtert. Ich trage jetzt schon über 8 Jahre Ohrenstöpsel, täglich 24 Stunden. Und ich trage einen Kopfhörer sogar. Ja. So. Und da ist die Musik ja an. Und obwohl ich den Kopfhörer aufhabe, habe ich trotzdem Angst vor den Geräuschen. Ja. Deswegen mache ich jetzt einen Vorschlag, Marco. Das ist ja sehr kompliziert, sehr medizinisch und sehr psychologisch, was dich da alles betrifft. Und dir soll ja jetzt auch ordentlich geholfen werden. Ja. Ich möchte, dass du jetzt in Ruhe, da musst du auch nicht aufgeregt sein, ist kein Stress, mit meinem Psychologen sprichst. Ja, macht nichts. Ne? So machen wir das. Ja, legst auf und dann wirst du von uns gleich wieder zurückgerufen. Ja. Ich wünsche dir alles, alles Gute von Herzen, Marco. Ja, danke. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit Oliver. Und Oliver ist 33 Jahre. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Oliver. Na, um was geht's bei dir? Worum geht's bei mir? Geplatzte Hochzeit, eventuell gescheiterte Beziehung. Oh, geplatzte Hochzeit, eventuell gescheiterte Beziehung, ist aber schon kein Kleinkram, ne? Nicht wirklich. Nee. Nicht wirklich. Also wir reden über deine gescheiterte Hochzeit. Ja. Wann war das? Sollte eigentlich stattfinden letzte Woche Freitag. Ach, letzten Freitag. Und warum ist sie gescheitert? Ja, wird jetzt ein bisschen kompliziert. Also ich sag mal so, es war eigentlich eben so, dass ich Mittwoch irgendwie schon gemerkt habe, es stimmt irgendwas nicht. Sie hat zwar... am Mittwoch vor dem besagten Freitag? Ja, vor dem besagten Termin, also 2 Tage vorher irgendwie schon das Gefühl hatte, auch irgendwas stimmt nicht. Ja. Also ich sag mal, bis einschließlich dem Dienstag war eigentlich zumindest nicht merkbar, eigentlich alles in Ordnung. Wie lange wart ihr vorher zusammen?
Wir sind noch nicht allzu lange zusammen, erst 5 Monate. Oh. Ja, ich weiß, das klingt alles so nach eigentlich viel zu schnell und so, aber wir waren uns eigentlich beide ziemlich sicher. Also 5 Monate, warum denn die Entscheidung schon heiraten? Weil wir uns eben beide sehr, sehr sicher waren in der ganzen Sache. Ich sag mal so, also auch... Aber offensichtlich ist da doch einiges faul. Ja, scheint so zu sein. So, bis dahin ging alles gut, bis zu dem Dienstag, bis zum Mittwoch. Aber dann passierte was. Was passierte da? Ja gut, also das hat sich jetzt im Grunde genommen im Nachhinein herauskristallisiert irgendwo. Also wie gesagt, ich hatte am Mittwoch eben so das Gefühl, es stimmt irgendwas nicht und habe sie auch angesprochen. Und naja, sie meinte erst halt nichts, es ist alles in Ordnung und sowas. Aber sie wollte dann mit aller Gewalt unbedingt alleine wegfahren. Mhm. Wie wegfahren? Wohin fahren? Ja, ihrer Aussage nach zu ihrer Mutter, ja. Ihrer Mutter reden und so weiter und so fort. Und sie war auch weg, so von ungefähr, naja, keine Ahnung, 7:45 abends bis 11:45, da war sie wieder da. Ja. Und naja, irgendwie, naja, den Donnerstag über dann irgendwie immer so dieses, ich weiß nicht mit der Hochzeit. Ach so, da war sie dann zögerlich am Donnerstag. Ja, richtig. So, jetzt sind wir schon, das ist der Donnerstag vor dem Hochzeitsfreitag, ne? Genau, wo man eigentlich dann hätte vielleicht sagen können, naja gut, vielleicht diese allzu berühmte Torschlusspanik oder so. So, jetzt stelle ich eine ganz klare Frage. Ja. Warum habt ihr nicht geheiratet? Mit der Bitte um eine klare Antwort. Weil sie im Grunde genommen am Donnerstagabend sich salopp ausgedrückt verpisst hat, ohne dass ich im Grunde genommen einen wirklichen Grund gewusst habe. Dieser Grund kristallisiert sich jetzt im Nachhinein halt raus. Nämlich? Dass es wohl mit ihrem Ex zu tun hat und sie mit ihm wohl auch im Bett war. Und dafür kommt eigentlich auch nur dieser Mittwoch in Frage, an dem sie weg war. Verstehe. So, das ist etwas, was jetzt im Nachhinein sich herauskristallisiert hat. Hör mal, dann hattet ihr die Hochzeit schon geplant, mit Feier auch? Ja, natürlich. Die Einladungen waren alle raus. Wie viele Leute waren eingeladen? Also, wären so um die 20 rum. Ja, wir wollten es bewusst ein bisschen kleiner. Na gut, aber immerhin 20 Leute und das muss ja alles organisiert werden und vorbereitet werden. Und dann hast du dann dich Donnerstagabend ans Telefon gesetzt und hast rumtelefoniert und gesagt, wir machen es nicht. Ja, im Grunde genommen ja. Ja. Standesamt, die Leute halt da noch erreichen konnten. So, ja. Nur der Rest halt Freitagmorgen wirklich noch kurzfristig. Ja. Standesamt abgesagt? Standesamt hat sie dann wohl am Donnerstag noch abgesagt gehabt. Bist du denn nicht jetzt irre enttäuscht über die Frau? Einerseits ja. Andererseits? Ja, andererseits liebe ich sie natürlich sehr. Und ich sag mal, ich habe, trotz dass sie momentan nicht hier ist, auch Kontakt zu ihr oder versuche den Kontakt zu ihr aufzubauen. Also da ist irgendwas im Busch noch mit dem Ex. Da ist irgendwas im Busch. Da ist noch keine richtige Trennung vollzogen oder. Genau. So scheint sich das jetzt rauszukristallisieren. Aber ich will dir mal sagen, Oliver, das ist wieder ein schönes Beispiel dafür, dass man sich Zeit lassen soll für die Heirat. Ihr hättet nichts verloren, wenn ihr gesagt hättet, nur wir warten mal noch 1-2 Jahre. Und nein, sicherlich hätten wir nichts verloren. Aber wie gesagt, Domian, es war eigentlich von beiden Seiten ziemlich klar. Und sie hat sich auch anderen Leuten gegenüber, auch noch Tage vorher, na gut, es ist jetzt sehr freudig über das Ganze ausgedrückt und gesagt, wie wahnsinnig sie sich darauf freut. Hast du denn jetzt Sorge, dass nicht nur die Hochzeit geplatzt ist, sondern so wie du es gerade am Anfang auch angedeutet hast, dass die ganze Beziehung vielleicht sogar den Bach runtergehen könnte? Ja. Weil du nicht richtig weißt, was da los ist. Nicht nur deshalb, sondern in erster Linie halt auch, ich sag mal so, von meiner Seite aus ist die Beziehung nicht beendet. Ich habe weder gesagt, die Beziehung ist beendet, noch irgendetwas in der Richtung angedeutet. Was sagt sie denn? Sie hat auch noch keine klare Aussage darüber getroffen. Aber sie erklärt dir doch nicht ganz klar, was da los ist, ne? Nicht wirklich. Das sollte sie aber. Sie drückt sich jetzt auch dann so zwischendurch immer halt aus, was willst du mit einem Menschen,
der dich nur wenig liebt oder nicht genug liebt oder... Ja, dann bestehe darauf, Oliver, dass die dir klar sagt, wo sie steht, was für Gefühle sie hat. Ja, gut, was für Gefühle sie sagt, sie hat halt mit der ganzen Sache mit ihrem Ex nicht abgeschlossen, aber... dann lass dir das. Widerspricht sich in sehr vielen Dingen. Ja, aber nicht abgeschlossen sagt einem ja gar nichts. Lass es dir richtig erklären, dann verstehst du das vielleicht auch mehr, was da los ist bei denen. Und das versuche ich die ganze Zeit. Ich habe sie jetzt mehrfach auch die letzten Tage eben um ein persönliches Gespräch gebeten. Ja. Das findet einfach nicht statt. Ja, das finde ich mies. Das will ich dir sagen. Das ist sie dir schuldig, nach so solchen das Vorfällen. Das haben ja einige andere Leute auch gesagt, aber es findet einfach nicht statt. So, und darauf musst du bestehen, das ist dein Recht. Und jetzt muss ich leider darauf bestehen, dass wir Schluss machen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Alles klar. Lieber Oliver, alles Gute. Okay, tschüss. Danke. In der Technik, Jens Diegel. Morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio 1 live, morgen auch mit dem WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht und eine schöne Nacht. Bis morgen. Heute ist Freitag, der 2. April. Vom Bayerischen Rundfunk hören Sie Nachrichten. Es ist 2 Uhr. Die Themen: Arbeitszeiten. Verdi-Chef droht mit Streik im öffentlichen.